Ja, liebe Fußballspielerinnen, liebe Fußballspieler, liebe Trainerkollegen und liebe Trainerkollegen, es ist mir eine besondere Freude, heute Marcel Raducanu im Gespräch zu haben. Warum ist es eine besondere Freude? Klar kann man das mal sagen, ein guter Fußballer. Nein, er war kein guter Fußballer für mich, es war mein Idol. Und das ist natürlich dann ein besonders schönes Gefühl, gerade mit dir, Marcel, über das wohl wichtigste Thema im heutigen Fußball zu reden, nämlich über kreative Dribbler, über Dribbelkünstler oder wie man, was hat man zu dir immer gesagt? Was bist du? Oh, ich habe in Rumänien viele Namen bekommen, Samantha, Zorro, Josefini, solche, wie sagen wir denn, Spitzname. Ja, ich habe gerne schon als Kind mit 7 Jahren, wo ich angefangen habe, habe ich gerne gedribbelt. So alles, was mir entgegen kam. Katzen, Putzfrauen, egal, was, alles. wenn ich sagen darf, also war der Ball, ich sag mal, dein bester Freund? Ja, war, ich habe sogar unter den Kissen habe ich doch geschlafen, also da habe ich ihn einfach geliebt. Ne? Ich kam von Familie, mein Onkel war auch Nationalspieler, zwar nicht so ein Techniker, er hat seine Tore gemacht, glaube ich, 2-mal in der Nationalmannschaft, aber war ein guter Fußballer für die Liga damals und er hat mich zum Fußball gebracht, ja, und Glück gehabt, dass ich einen super Trainer hatte, schon als Kind mit 9 Jahren. Hatte ich einen überragenden Trainer, der hat uns so viel beigebracht. Ein richtiger Techniker, war in Ungarn, aber in Rumänien geboren. Und irgendwann mit 18 Jahren habe ich mein Debüt bei Steaua Bukarest, der Verein Schlechthin, wie hier bei München ungefähr. So. Und ab 1,5 Jahren habe ich dort gespielt, wurde ich 2-mal Fußballer des Jahres. Nationalspieler, ich war bei der Armee. Ja, und irgendwann habe ich den Mut gehabt, hier in Deutschland zu bleiben. Und da habe ich versucht, trotz ein Jahr später, 1982, wo ich angefangen habe, wieder spielberechtigt wurde, habe ich versucht, hier dasselbe zu machen, was ich in Rumänien gemacht habe. Also dribbeln. Dribbeln. Und da kam ich mit der Art, Fußball zu spielen, was auch der Trainer gesagt hat damals, der Branko Zebec, hat mich so geliebt. Leider durfte er bei mir spielen, weil ich Sperre hatte und dann, wo ich angefangen habe, da musste er weg, wegen Alkoholprobleme. Und man weiß, kam ein Kali Völkamp, ganz andere Geschichte. Ne? Und bei ihm habe ich angefangen zu fangen und erste Saison, glaube ich, war meine beste Saison, 82, 83, war, glaube ich, der 11-mal im Elf des Tages mit Not 1. Hey. Ja, da bin ich natürlich sehr stolz. Und, ja gut, viele haben sich ein bisschen aufgeregt, wie Ausländer. Damals waren 2 Ausländer dürfen auf dem Platz. Jetzt ist es andersrum, sind 2 Deutsche und 15 Ausländer. Ein Rumänier oder Litbaski, ja. Aber gut, ich habe das gezeigt und Max Merkel hat natürlich eine Rangliste und hat mich auf erste Platz als der beste Techniker der Bundesliga. Da bin ich natürlich sehr stolz. Ja, für mich war es auch auf jeden Fall der beste Techniker. Aber jetzt zurück mal in die Gegenwart. Wir empfinden das und deswegen sprechen wir ja auch miteinander, dass wir so Kreativspieler wie du, dass es die jetzt nur noch ganz, ganz selten gibt. Könntest du mir jetzt 5 deutsche Kreativspieler aus deiner Definition heraus mal nennen oder fällt dir das schwer? Von früher oder? Nein, jetzt, von heute. Jetzt. Von heute. Deutsche? Ja. Sané vielleicht? Moment. Was haben wir denn? Sonst. Das ist doch schon schwierig. Siehst du? Genau, deswegen sind wir auch hier und wir werden das Gespräch ja gleich noch weiter vertiefen. Marcel, was zeichnet denn aus deiner Sicht ein Kreativspieler heutiger Generation aus? Was müsste aus deiner Sicht ein Kreativspieler drauf haben? Ich formuliere das mal platt und denk daran, es hören uns jetzt viele junge Fußballer und Fußballerinnen zu. Ich denke,
ich habe viel damals auch auf der Straße, dieser Straßenfußball, die gibt es nicht mehr. Ist auch normal, gibt es keine Bolzplätze mehr, es wird viel gebaut, also gibt es nicht mehr Kinder, die auf der Straße Fußball spielen. Und das hatte ich das Glück gehabt. Ich habe mich damals auf der Straße, da hast du gespielt, gegen den älteren, jüngeren, dicken, dünnen haben wir gespielt, und musst du sie durchsetzen. Ja. Und da habe ich angefangen, da diese Tricks, diese Dribbeln zu machen. Und da muss man natürlich auch diese Mut haben, mal eins gegen eins zu spielen. Weil es ist nun mal so, ich muss an einer vorbeikommen. Und wenn ich das nicht kann oder traue mir nicht zu, dann wird es schwer. Und wo jetzt so eng ist, ne, das wird sehr eng gespielt, ist nicht mehr meine Zeit, wo du ein bisschen mehr Platz hattest, konnte man mal über 40, 50 Meter, wenn auch noch heutzutage, aber einen engen Raum. Da zu behaupten und da eins gegen eins, ich sehe wie der Messi, gut, Messi ist natürlich.